allerseits. Das Arschloch. Was? Schon so spät? Wo bin ich überhaupt? Und wer zum Teufel ist im Bett neben mir, die verflixt süße Braut? Fühl mich wie gerädert, ungeheuer geschlaucht. War wohl eine lange, feuchtfröhliche Nacht. Mein Kopf schmerzt höllisch durchs Fenster hinein, aber bereits die Sonne lacht. Etwa über mich? Raubt mir momentan die klare Sicht, weiß beim besten Willen nicht, was gestern Abend so alles abgegangen ist. Leide nämlich an einem totalen Filmriss. Geschwind noch unter die kalte Brause, weckt im Nu wieder die Lebensgeister, dann aber rasch nach Hause, wo mich sicher schon erwartet die große Sause. Meiner Frau kann ich nichts vormachen, wird sich wieder gebärden wie ein Drachen, ist ungemein eifersüchtig, da wir beide sind ja sowas von glücklich. Dass ich nicht lache, steht sicher bereits hinter der Wohnungstür, hält dort mit dem Nudelholz in der Hand Wache. Sie kann es bestimmt kaum erwarten, mir damit kräftig eins überzubraten. Fahr am besten gleich ins Büro, obwohl mir kotzübel ist. Ich dort hänge sicher bloß über dem Klo. Hoffentlich wacht indes die Kleine nicht auf, sonst regt die sich womöglich noch künstlich auf. Würde mir jetzt gerade noch fehlen, reicht schon, dass ich mich muss wie ein gemeiner Dieb aus ihrer Wohnung stehlen. Lasse dem Mädchen mal meine Handynummer da. Wird sich sicher bei mir melden wollen. Na klar. Bislang habe ich bei Frauen noch immer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was soll ich machen? Der Sex mit denen schlägt den mit meiner Frau immerhin um Klassen. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit.